Herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Rezept for Disaster. Rezept für Disaster, da sehen wir wieder. Wir leiten unser Restaurant, oder diesmal für die Zwillinge. In der letzten Folge haben wir uns hier das Restaurant aufgebaut, konnten unsere Popularität schon mehr als verdoppeln. Die Bewertungen sind da. Da wünscht sich jemand noch gekochte Sardine, stimmt? Das wollten wir noch aufnehmen. Da packen wir auch noch gerade Paprika dazu. So. Müssen wir natürlich noch bestellen. Genau. Gut, schau, dass die Paprika auch genügend Platz hat. Jetzt wurde mal geputzt, aber wir haben ein bisschen Probleme. Und ich glaube heute, wir müssen einen neuen Mitarbeiter einstellen. Oh ja, endlich neue Bewerbungen. Sehr gut. Wir bräuchten jemanden, der putzen kann und der kochen kann. Bedienung haben wir alles. So, reinigen 4, der Rest aber nicht gerade gut. Reinigen 1, dafür super Koch. Wäre natürlich ein gutes Angebot. Kostet aber auch seinen Lohn. Und hier reinigen 2, mager aber. Grillen, frittieren, backen. Also wo stehen wir an? 2 bei Frittieren, 2 bei Herd, 3 bei Grillen haben wir es schon. Der hat eine 5 Frittieren. Backen haben wir aber nicht, 1 Grillen. Ich würde sagen, wir holen uns den. Der ist eine Unterstützung fürs Team. So. Dann füge ich da, nehme ich sie weg und füge den hinzu. Ah, das kann er nicht. Ja, toll. Bleibt ja gleich. Und hier nehme ich sie auch weg, weil sie bedient ja auch schon. Füge den hinzu und dann sind wir noch beim Putzen. Er mag das und der ist auch hinzugefügt. So. Der Markus. Ich werde hier am besten bezahlt, sagt er von sich aus. Na gut. Da muss er aber erst auch mal ein bisschen arbeiten hier. So, das Lokal sieht jetzt ein bisschen besser aus. Fußballtrainer. Warum warten da Leute immer vor dem Eingang? Ah, jetzt sind tatsächlich fast alle, jetzt sind alle Tische belegt. Sehe ich gerade. Okay. Ich glaube, es zieht langsam an. Ich habe das Gefühl, langsam zieht es an. War auch die richtige Entscheidung, jetzt jemand einzustellen. Damit es auch geputzt bleibt und die nicht überlasten hier. Denn das kommt noch dazu. Sie müssen ja auch ihre Pausen machen. Ah, jetzt ist auch gerade Rush Hour. Okay. Ja, 2 warten, 3. Geht noch. Irgendwie, irgendwas dauert lange, aber was? Der ist ständig am Kochen. Wo ist mein Charakter? Hier. Was macht denn der schon wieder? Der hat eben hier das, uns gehen die Zutaten aus. Ich sehe jetzt hier die Fähigkeiten nicht. Aber der hat eben das Helfer-Syndrom. Das habe ich dem gegeben. Weil mir das irgendwoher bekannt vorkommt. Und ich glaube, jedes Mal, wenn der einen leeren Tisch sieht, dann geht er sofort aushelfen. Obwohl er kochen sollte. Das ist da ein bisschen das Problem. Ja, jetzt stehen die richtig an. Was ich natürlich kann. Duplizieren. Ne, nicht das. So. Neu investiert, aber wird auch gleich besetzt. Genau. Gibt aber natürlich auch wieder mehr Arbeit. Sag ich mir doch den Koch für die... Wir haben hier nur 2er. Der wäre halt ein Spitzentyp. Kostet 17 Euro zum Einstellen. Bringt auch noch 4 Charisma mit. Was das auch immer bringt... Qualitätsbonus bei Fleisch, ja. Ja, komm, wir holen uns den. Und an erster Stelle wird der gesetzt.
dann ich und die andere soll sich auf das Bedienen konzentrieren. So, das hier mag er. Da, genau, das mag er nicht leider. Und hier ist er nicht qualifiziert genug. Gut. Aber ich kann auch mal noch auf der Putzliste schauen. Wir haben immer noch niemanden, aber da kann ich ihn noch hinzufügen. Ich weiß nicht, was mit dem Putzen ist, aber es verschmutzt sehr schnell hier oder die haben wirklich gar keine Zeit. Und wir müssen natürlich auch bei den Zutaten mal schauen, aber... Ja, da warten Leute ja vor dem Lokal plötzlich. Ja, bei denen ist leider schon bald zu spät. Die werden eine schlechte Bewertung geben, wenn da das Essen nicht sofort kommt. Hier, oder, es geht bis zur Bedienung. Sobald bedient ist, zählt es als das. Die mag, richtig sauer gekocht. Karotte mag sie nicht, aber frittiert, gewürzt und Hummer. Ja, dann soll es ja nicht so schwer sein, hier was zu finden. Trinkgeldgeber. Ich warte jetzt noch schnell mit dem Kaufen, weil... Wie viel kostet es? 450 ist dann doch wieder... Ja, fast die Hälfte von dem wir haben. So, jetzt sind sie natürlich fast zu viele Leute da. Aber ist auch mal gut. Da wird mal richtig geputzt und da wird mal alles richtig gemacht. Und jetzt erhöhen wir hier mal... Es wäre eigentlich schön, so ein Button, wo man die Karte einfach um 10% erhöhen könnte. Das wäre wirklich schön. So, Pommes 59. Gut. Sardine kostet jetzt 20. Vorhin hat die 8 gekostet. Sagt eigentlich schon alles. Gut, das haben wir zweimal jetzt in Verwendung. Der Rest einmal. Das müsste passen. Wir müssen ja auch 1200 Euro erreichen. Also irgendwoher muss es auch kommen. Ah, die Leute sind zufrieden. Solange die zufrieden sind. Mittelmäßig teuer. Hm. Aber wir haben auch einen Küchenchef. So, wir können auch hier mal schauen. Ihr seht, da 5 XP, dann ist er bei Frittieren hoch aufgestiegen. Also... Es gibt schon Vorteile. Die Frage ist natürlich immer, wie viel XP da zusammenkommt. So, und wie er das da rechnet, ist auch die Frage. Oh, jetzt brennt's. Schnell, Feuer, Feuer. Gut, wir geben einiges für Arbeitskräfte und Vorräte aus, muss man schon sagen. Also wir mussten fast die Preise erhöhen, demnach. Da. So, Feuer ist gelöscht, geputzt. Weiter geht's. Ich würde sagen, wir kaufen gleich noch dieses Grundstück. Dann haben wir auch das Ziel abgeschlossen und können hier endlich den Müll entfernen. So. Jetzt die Bewertung da deutlich besser. Immerhin das schon mal. Und dann... Ja, es könnte im... drinnen noch ein bisschen besser sein hier. Jetzt habe ich es wieder außen platziert. So. So. Öffne mal. Ich würde jetzt aber noch nicht größer bauen. Also es kostet dann halt doch recht viel, neue Tische und so zu kaufen. Und theoretisch... Warte mal. Theoretisch hat hier ja noch ein Tisch Platz. Ohne, dass wir da was machen müssen. So, eingestellt ist alles. Minus 2 was?
Hier ist es glänzend sauber. Ja, das ist doch gut. Wenn die zufrieden sind, dann bin ich auch sehr zufrieden. So, wie viel hatten wir eigentlich verdient gestern? 836. Es fehlt gar nicht mal so viel, sag ich mal. Und 8 Tische gleichzeitig? Jetzt haben wir 6 Tische. Also wir brauchen schon noch ein bisschen mehr Platz, aber nicht ganz so viel. Schulbus. Wir haben uns die Stadt auch noch nicht groß angeschaut. Kann man aber auch nicht wirklich. So. Verbessert beim Kochen die Fähigkeit. Ne, wir machen mal flinke Beine. So. Und sie bedient, ja, vor allem. So. Es geht noch allen gut. So, das wird knapp, ja. Wir können hier generell ein bisschen erhöhen, weil die ja immer Panik bekommen. Das ist ja auch ein Teil der negativen Einflüsse, sage ich mal. Gekochte Sardine war teuer. Sonst alles positiv. So, hier das Menü. So. Gut. 2,50 und 8. Ja, gut, komm, die ist wirklich teuer. So. Die ist aber wirklich teuer. Stufe hoch. Jawoll. Beruhigendes Auftreten. Ja, komm. Beruhigendes Auftreten. Alter, jetzt stehen ja aber richtig viele Leute an plötzlich. Jetzt muss hier aber mal gearbeitet werden, habe ich so das Gefühl. Ja, andere haben ein bisschen weniger Geduld, sieht man da. Hast aber noch zum Tisch geschafft, glaube ich. Es geht, also... Ich würde sagen, wir bauen dann heute hier, sobald der Tag fertig ist, da das Restaurant noch ein bisschen größer. Kritischer Zustand Fabian. Wo ist er umgefallen? Da im Restaurant oder was? Nicht, dass jetzt alles wieder schief geht. Ach, Roh ist voll. Jetzt kapiere ich das. Ja, wir haben zu viele hier bei Roh. Einen Moment. Senke mal die... Ne, die Spargel kann ich nicht senken. Da, wo wir zu viel haben. Hier. So. Das müsste passen, so, oder? Alter, wieso zeigen jetzt alle nach unten hier? So. Reinigen. Ja, komm. Machen wir das Reinigen dem hinzu. Wenn da... Ist da überhaupt ein Reinigen? Ja. Auf der letzten Stelle aber. Weil die anderen schon Experten sind beim Reinigen. So, Markus ist auch bei der Belastungsgrenze nicht mehr so weit. Aber der andere kocht halt so gut, dass das überdeckt wird. Alter, das Game laggt schon bald. So viel kommt da rein. So, jetzt ist 19 Uhr gewesen, ja. Okay, wir würden dann das Gästebereich hier vergrößern. Dass da mehr Tische sind. Und dann habe ich das Gefühl, wir müssen auch in der Küche etwas upgraden. Das kommt auch noch dazu. So. Da ist schon bald die Belastungsgrenze wieder erreicht. 1200 am Tag haben wir geschafft. Jawohl. Ohne 8 Tische. Das ist schon mal gut. Das zeigt, wie teuer wir sind. So gesehen. So. Also größtenteils gute Bewertungen. Guter Gewinn kommt da draus. Gewürzter Hummer war wieder top. Sardine ist auch wieder dabei. Gut. Ja, jetzt haben wir das hier gekauft.
Also wir müssen auf jeden Fall hier das noch erweitern. Und danach ist es eigentlich nur eine Sache der Zeit, bis man dann alles verdient hat. Also das könnte ich dann wieder offline einfach... Das ist dann nur Farmzeit, so gesehen. So, die haben fast denselben Skill, also es kommt wie nicht drauf an. Gut, das weg. Ruhe ist immer noch voll. Ah. Wände ausblenden, so jetzt. 5 und 3 habe ich da eingestellt. So. 50 plus 49 von 50. Das ist halt die Frage, was er damit meint. 50 von 50 drin. Ist aber knapp. Nur weil wir ein paar mehr haben. Hier. Also die ersten Gerichte müssen rausgehen. Und dann sollte das funktionieren. So, ja. Dem geht es, glaube ich, nicht so gut. Plötzlich schon. Er mag Spargel und Königkrabbe. Dann ist er ja genau richtig bei uns. Rush Hour kommt. So, kriegen wir alle 8 Tische gefüllt. 4 von 8. Es wäre zu schön, wenn wir das jetzt schaffen, die 8 Tische. Dann könnte ich nämlich danach schnell das Game einfach mal so ein bisschen laufen lassen. Natürlich auf die Mitarbeiter achten und so. Aber dann müsste ja, wenn ich noch die Einrichtung so ein bisschen upgrade, müsste das aufgehen, theoretisch. Wenn wir es dann bei den 8 Tischen belassen. Vielleicht die Preise noch etwas erhöhen der Gerichte. Die Qualität wird ja stetig besser, muss man sagen. So, wir sind bei 6 von 8. 7, 6. Da kommen noch ein paar Leute. Ich müsste natürlich auch einfach Zweiertische bauen. Dann wäre das auch einfacher. Das wäre fast schon fast wie Cheaten. Gefühlt. Oder müssen die voll besetzt sein? Weil ich habe jetzt 8 Tische, die belegt sind. Eigentlich. Jawohl! Sehr gut, erreicht. So, ich würde das Spiel fortsetzen. Und wie gesagt, versuche jetzt dahin zu spielen, dass wir auch den Bonus noch schaffen. Mal schauen, ob uns das gelingen wird. Bis gleich. Nach einer doch eher längeren Wartezeit stehen wir nun kurz davor, das letzte Grundstück hier zu kaufen. Der Laden macht gleich zu und ich würde sagen, wir machen das noch. Zuerst mache ich noch einen Screenshot, aber bevor das hier zu Ende geht. Schade, kann man hier nichts gerade anschauen. Ein bisschen schade. So, da steht unser aktuelles Restaurant. Blende es auch sofort wieder ein. Ja. Ich habe doch nochmals etwa eine halbe Stunde gespielt. Oder eher noch ein bisschen mehr. Unsere Beliebtheit ist bei 100%, weil alles sehr positiv bewertet wurde, weil wir sehr viel auf die Karte aufgenommen haben. Ich habe auch noch einen Ofen dazu gekauft hier. Da gibt es einen Kürbis, der daraus resultiert. So, wir haben 1300. Keine Angst, es kostet nämlich ein bisschen mehr. Wir gehen einfach hin, verkaufen den Tisch hier. So wie irgendeinen Tisch werden wir wohl verkaufen können, so. Und können dann den kaufen. Eine Stunde 33 sogar. Ah, stimmt, die letzte Folge zählt ja auch noch dazu. Gut. Ich würde sagen, das war's von der heutigen Folge. Haben wir erfolgreich geschafft, das Level. Das Ding ist nur, man sieht hier oben, glaube ich, ob ich alle Ziele erfüllt habe. Und nächstes Mal geht's nach Old Rips. Ich hoffe, du bist auch da wieder dabei. Bis dahin, tschüss!